Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start und Giannis hat es getan. Er hat einen Diss-Track zurückgemacht am Freitag um 16.06 Uhr und heute ist auf jeden Fall allerdings einiges passiert im Livestream. Auf das gehe ich noch ein. Ich möchte noch ein paar Worte zu der Reaktion von Giannis auf meinen Diss-Track geben. Da sind so ein paar Dinge, wo ich mir so denke, hä? Oder beziehungsweise macht keinen Sinn, was er so von sich gibt. Deswegen, ihr checkt es auf jeden Fall. Danach gucke ich mir den Diss-Track an, den er mir gewidmet hat. Komplett blind, davor noch nie gesehen. Ohne eine blinde Reaktion würde ich da auf jeden Fall nicht reingehen. Deswegen schauen wir uns den direkt gleich an. Ich möchte nur ein paar Dinge davor, wie gesagt, bei der Reaktion von Giannis auf meinen Diss-Track aufweisen. Denn ich finde es schon sehr komisch. Er sagt zum einen, dass er als Musiker Musik nicht kritisieren würde und sozusagen nie auf Musik haten würde. Alles drum und dran. Da sagt er zum Beispiel hier. Musik ist für mich eine Sache, da supporte ich wirklich alles. Musik liegt mir im Blut. Musik ist meine Leidenschaft und ich würde niemals jemanden disrespekten nur wegen Musik, egal ob ich gedisst werde, beleidigt werde oder was auch immer. Aber gleichzeitig feiert er es total, dass mein Diss-Track knapp 800 Kommentare hat oder so und die zu 90% nur Hate sind, die auch meine Musik sozusagen angreifen und sagen, ja, ballert auf lautlos oder es klingt halt total scheiße und dies und das, wie er zum Beispiel hier sagt. Was ich getan habe, ich bin mal so die ganzen Kommentare überflogen und ich muss an der Stelle wirklich nochmal Hut ab an meine krasse Community sagen oder auch an Leuten, die nicht in meiner Community sind, trotzdem, was die über mich denken. Und da muss ich wirklich sagen, crazy, crazy, crazy. Vielen, vielen Dank. Ich habe nicht einen Kommentar gesehen, wo irgendwie was steht wie, ey, der Song ist geil oder so, sondern es hieß immer nur, Kian zerstört dich, dies, das, anders. Und ich muss sagen, crazy, crazy, crazy. Und das Ding hat 508 Kommentare, wirklich. Also ich muss echt sagen, geisteskrank Community. Also ich check jetzt nicht genau, ob du verstehst, dass es übelst doppelmoralisch ist, sowas zu sagen. Also ich fand es auch total schade, dass du nicht einfach mal ganz kurz gesagt hast, hey Leute, nicht so krass unnötig haten, geht lieber auf die Kunst dieser Musik ein, wenn du doch so kunstvisiert bist und als Musiker auch irgendwie was ausdrücken möchtest und nicht auf Musik haten willst. Aber auch witzig, dass du halt so krass in Musik bist, dass du sowas zum Beispiel sagst. Ich habe mein Musikwissen und ich will das komplett analysieren und Sachen dazu sagen. Ich weiß gar nicht genau, wie man die Richtung vom Beat ist, wie man das nennt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, so Richtung Pop. Aber okay, Freunde, okay, schauen wir mal darüber noch hinweg. Ich finde das auch ganz witzig. Ich kreide natürlich deine Intelligenz an, gerade auch wegen solchen Sachen. Deswegen habe ich ja diesen Diss-Track hauptsächlich auf deine Intelligenz aufgebaut. Und das dann natürlich das einzige Offensichtliche direkt als Backlash kommt von dir, ist, dass ich einen Tippfehler bei Zerreißen hatte. Was passiert bei meiner Font, die ich benutze, wenn ich scharf S benutze? Schauen wir mal nach. Genau das hier. Also musste ich es mit Doppel-S schreiben. Ich habe einen Buchstaben vergessen. Allerdings finde ich das irgendwie nicht so tragisch, wenn man einen kleinen Tippfehler hat, weil das passiert halt jeden Mal. Und ich habe den Text dann halt einfach nur kopiert und wieder eingefügt. Das heißt, ich habe es nicht aktiv nochmal durchgelesen, um es zu verbessern. Aber es wäre schon schön, wenn du auf solche Dinge achtest, dass du auch wenigstens deutsche gerade Sätze dann noch raushauen kannst. Inhaltlich ist da ein ganz, ganz dickes Fehler. So wie gesagt, musikalisch ist das ein geiles Ding geworden, Leute. Da würde ich auch fettes Like hinterlassen. Und dann zum Abschluss hast du so richtig schön Rottel-Definition eingegeben, während du hättest einfach nur Rottel googeln sollen. Und dann wäre dabei rausgekommen, dass der Rottel ein Hund ist. Natürlich ist der Reim Trottel auf Rottel jetzt nichts Besonderes gewesen. Ja, Haus, Maus, okay, kapiere ich, Digga. Aber ja, ich glaube, damit konnte ich jetzt nochmal beweisen, wieso ich hauptsächlich auf deine Intelligenz gegangen bin, weil diese Reaktion hat eigentlich das bewiesen, was ich gefrontet habe. Und deswegen dachte ich, dass ich inhaltlich halt nicht so stark sein muss, weil du das eh nicht kapierst. Und danke für den Beweis. Aber Freunde, ich will ja jetzt nicht hier irgendwie ein Argumentationsvideo machen oder ein Diss-Video machen oder so, was auch immer. Ihr checkt schon. Ich will einfach nur auf meinen Diss-Track reagieren und darauf antworten. Aber das waren noch so ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, du wirst todesgefeiert für das, was du in der Reaktion gesagt hast. Also es ist schon halt voller Doppelmoral. Deswegen wollte ich das einmal kurz klären. Und ja, wir haben jetzt hier einmal die Reaktion vorbereitet. Ja, Giannis, Kiro Diss-Track. Ich lasse trotzdem einfach mal auf Ehre ein Like da, weil nichtsdestotrotz, auch wenn wir Streitigkeiten haben, auch wenn wir uns gegenseitig dissen und nicht mögen, okay? Ich will trotzdem, dass ihr respektvoll in den Kommentaren bleibt und es einfach respektiert, weil es steckt dennoch sehr, sehr viel Mühe darin. Ich habe auch gesehen, das wurde irgendwie komplett durchanimiert. Das heißt, in diesem
Kunstwerk, sage ich jetzt einfach mal, steckt nichtsdestotrotz sehr, sehr viel Mühe drin. Das kann ich schon von den ersten 10 Sekunden, die ich gesehen habe, aussagen. Deswegen gibt es einfach für die Mühe ein Like. Für den Inhalt schauen wir mal, der Like bleibt drin. Den nehme ich jetzt nicht irgendwie raus aus irgendwelchen Gründen. Genau, wir machen Vollbild. Ich muss nur definitiv noch dazu sagen, dass was heute im Livestream passiert ist, auf jeden Fall nicht wirklich sehr schön war. Und es hat, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr getroffen. Weil ich krieg halt nur Hate-Kommentare, okay? Mein Gott, man macht einen Diss-Track. Ich habe mich darauf eingestellt, dass die Kommentare nicht unbedingt positiv sind. Aber dann kommt jeder zu mir, oh, Kianis hat dich zerfetzt, dies, das, Alpha-Steinchen und Snoopy verraten mich deswegen. Meinen jetzt hier, Kianis ist der neue Höllenlord, dann killen sie aber irgendwie Kianis, nehmen seine Sachen weg und alles drum und dran. Und das ging die ganze Zeit so weiter. Selbst Sio hatte Mitleid mit mir. Das ist also, ich weiß auch nicht. Aber egal, schnattern wir nicht mehr so lange. Wir gehen jetzt einmal in den Diss-Track. Ich werde währenddessen auch pausieren und halt was dazu sagen. Deswegen, wenn ihr nur den Diss-Track hören wollt, falls ihr das nicht schon getan habt, dann ist er auf jeden Fall verlinkt. Guckt ihn euch an, hört den einmal komplett durch, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt Passage für Passage den einfach anhören und dazu was sagen. Weil es ist schlussendlich an mich gerichtet. Deswegen, wir gehen jetzt einfach rein. 3, 2, 1 und los geht's. Ja, okay, ey. Ihr seid ja schon, mit diesen Animationen geht das halt extrem los. Also da muss ich sagen, vom Aufwand, von der Mühe her, ja, einfach Respekt dahin. Also, muss ich einfach sagen. So, wir schauen. Bro, nach diesem Track, lösch einfach deinen YouTube-Kanal. Aha. Wag es niemals wieder irgendwie sowas in der Art überhaupt zu machen, Bro. Really. Hör zu. Ey, yo, Kiro, dieses Opfer, dachtest du kannst mich dissen? Ja, dein Distrack war wieder in deines Kopfes voll geschissen. Bitte laber mir kein Spruch von wegen nur Intelligenz. Ein Mann, der die Rechtschreibung von Zerreißen nicht mehr kennt. Ja, okay. Ja, okay, Digga. Das war klar, dass er sowas halt einbauen muss. Ja, ich hab's euch davor schon erklärt. Ich weiß nicht, ich finde den Front jetzt nicht so stark bis jetzt, aber ja, Bro, ich find's peinlich, keine Ahnung, machen wir weiter. Ich mehr ertragen deine Stimme ist die Plage für die Insel und alle wollen, die nur noch schaden. Also halt einfach den Maul und spiel dein Game, wenn du verstehst. Redest jetzt von meiner Cam, doch deine tut in den Augen weh. Das ergibt irgendwie inhaltlich nicht so viel Sinn. Ich hab gesagt, dass man an deiner Cam deine Intelligenz abbekommt und du sagst, meine Cam tut in den Augen weh, Bro. Okay, alles klar, Mann. Schau dich erstmal einmal an, wie kannst du denn noch reden mit deinem Aussehen? Würde ich mein ganzes Setup schnell bekriegen und ich würde mich benehmen, weil ich warte, was? Noch reden mit deinem Aussehen? Würde ich mein ganzes Setup schnell bekriegen und ich würde mich benehmen, weil ich weiß, ich bin verloren. Denn heute spürst du musikalisch Kian seinen Zorn. Bist du lustig, wenn du sagst, meine Wäsche wäre nass? Du kannst sie gerne haben und sie fressen, wenn du magst. Geh lieber erst trainieren, ich glaube, du bist nicht gesund. Ey, yo, Alter, wer hat diese hübschen Bizeps, Alter? Nee, Bro, da gebe ich dir recht, Mann, ich muss mal ins Gym. Ey, wirklich, das ist kein Front, das ist wirklich, bin ungesund, ehrlich jetzt. Uns beiden bist du wirklich jetzt der einzig wahre Hund, Bro. Ja, okay, Bro, okay, das ist von der Animation her schon geil gemacht, Digga. Aber ja, okay, machen wir weiter. Allein mit dieser Minute hier habe ich dich schon komplett gedisst. Ja, geht so. Ich sag dir ehrlich, allein jetzt schon bist du am Ende. Aber wir machen natürlich weiter. Ja, komm. Ich sag es dir nochmal, du wirst verstehen. Alles klar. Für deinen Diss-Track solltest du dich schämen. Aha, aha. Ich hab im Leben Besseres gesehen. Oha, oha. Also leg dich in dein Bett und sag auf nimmer Wiedersehen. Wag es niemals mich zu dissen, denn sonst fällst du wieder hin. Ja, der Kiro nennt sich Höllenlord und trägt Frauenskins. Du solltest... Ja, Freunde, ich hab so gewusst, dass er mit den Frauenskins kommt, Bro. Das ist so... Bro, hast du wirklich... Also diese Punchline... Mit den Frauenskins hast du jetzt schon seit Wochen in deinem Kopf und jetzt hast du es endlich geschafft, sie musikalisch einzubinden, Bro. Oh mein Gott! Du dich entscheiden, ja, dein Name macht keinen Sinn. In deinem Mauser steht nur noch der Name. Schaut da Leute drin. Besser wird's um meine Hose. Ich hab es jetzt kapiert. Meine Männlichkeit hat dir gefallen, weil du deines verlierst. Redest wie vom PvP. Was willst du damit sagen? Jeder aus ganz YouTube Deutschland weiß, ich kann dich immer schlagen. Labers von den Admin Items. Ich frage mich, warum dein ganzer Clan wurde beschickt. Digga, bist du denn dumm? Der eine wirft mit Eier, der andere nur am Wein. Im Spiel bist du ein Schatten, doch du willst so beschreien. Hä? Bro, chill mal ab.
hiernach nie wieder. Vertrau mir, diss nie wieder irgendwem. Doch, werde ich. Und wenn du jemanden dissen willst, dann vertrau mir. Und das geht wirklich an alle da draußen. Ich bin euer Erzfeind. Mich als allerletztes. Denn wenn ihr mich dissen wollt, ihr kriegt das hundertfach zurück. Und ich, ja, okay, laber nicht so viel, Alter. Ich schwöre euch, das war noch komplett kinderfreundlich. Er hat auch so gelacht, geil, Digga. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Also, objektiv betrachtet, ja. Inhaltlich, sage ich mal, ist stärker, weil mein Diss-Track war nicht so komplett auf hau drauf, hau drauf, hau drauf. Ich habe halt so ein bisschen musikalisch noch gespielt, ja, mit einer Hook, so, dass das einfach, Bro, das ist jetzt plötzlich in den Köpfen von allen, dieses Ihr. Bro, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte halt ein cooles musikalisches Kunstwerk erstellen. Und ich glaube, von dem Aspekt, von diesem musikalischen Sinne, bin ich, glaube ich, da stärker dran gewesen. Inhaltlich, ja. Bro, sage ich dir ganz ehrlich, ich will jetzt keine Worte vorwegnehmen, weil ich will das mit Kianis selber klären. Aber ich fand den Diss-Track jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Viele Dinge ergeben da nicht so ganz Sinn. Aber da will ich halt, wie gesagt, mit Kianis einfach quatschen. Und ich denke mal, das mache ich morgen oder am Montag, je nachdem. Aber Freunde, es ist unnormal, was gerade aktuell wirklich passiert. Jeder ist gegen mich auf der Insel, in den YouTube-Kommentaren. Deswegen, wenn ihr irgendwo Liebe da lassen wollt, ja, ich habe gerade aktuell ein brandneues Projekt gestartet, Minecraft Matrix mit Harnik und Wuli zusammen. Schaut euch mal gerne die erste Folge an, beurteilt dann komplett neutral, einfach ohne diese ganzen Beef-Geschichten, ob ihr dieses Projekt cool findet, wie ihr das Video fandet oder so. Tut mir bitte diesen Gefallen. Ich werde mit Kianis reden und wir werden dann sehen. Ja, unterhaltsam war nichtsdestotrotz der Diss-Track, also die Animation, die finde ich wirklich am geilsten so. Kann man einfach gar nicht anders sagen. Ja, inhaltlich kann man auch zugeben, ist natürlich stärker als bei mir, weil ich eher den musikalischen Aspekt nochmal mehr gefühlt habe. Ja, und ansonsten will ich jetzt keine Worte vorwegnehmen, die ich Kianis nicht persönlich sagen möchte. Ob es jetzt positiv ist oder negativ, das müsst ihr noch herausfinden. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, um dazu nichts zu verpassen. So krasse Zerfetzung war es dann schlussendlich auch nicht. Naja, Freunde, abonnieren, Glocke komplett zerstören und kaputt boxen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye.